Ja, hallo, ich bin der Fabian Rau, arbeite in der LAG WR Berlin und bin dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Heute habe ich den Sascha Omedi, die Fachberatung für Gewaltschutz, zu Besuch. Hallo Sascha. Hallo Fabian. Stell dich doch mal vor, was so deine Aufgaben sind. Jo, meine Aufgaben als Fachberater für Gewaltschutz, wie du gesagt hast, sind eigentlich vier Aufgaben, die ich habe. Die erste Aufgabe besteht darin, mit den Werkstätten, ja, der Fachbegriff dafür ist Gewaltschutzkonzept, aber ein Konzept ist ja eigentlich nichts anderes als ein Plan. Ja, also ich schreibe mit den Werkstätten, mit den Berliner Werkstätten, mit den 17 Berliner Werkstätten Pläne zum Gewaltschutz. Oder manche haben auch schon einen Plan zum Gewaltschutz, dann entwickle ich den mit denen weiter. Oder manche Werkstätten sind auch schon fertig mit dem Prozess, dann muss ich ja nichts mehr machen. Das ist die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist eigentlich die, dass ich mit unterschiedlichen Gremien innerhalb der LAG arbeite, aber auch also außerhalb der LAG. Und ein Gremium zum Beispiel ist ja der Vorstand vom Berliner Werkstattrat. Und ja, das nennt man Vernetzungsarbeit dann. Also ich mache Vernetzungsarbeit. Die dritte Aufgabe sind unterschiedliche Schulungen und Informationsveranstaltungen. Also zum Beispiel zum Thema Cybermobbing oder ich bin Deeskalationstrainer, ich biete auch Deeskalationstraining an, unterschiedliche Sachen. Auch zur Gesprächsführung zum Beispiel mache ich was, ich mache ganz unterschiedliche Sachen. Und die vierte Aufgabe ist die Beratung von Teams. Ja, also wenn zum Beispiel in der Werkstatt es einen Gewaltvorfall gab und ein Team nicht mehr so richtig weiß, wie sie jetzt damit umgehen sollen, könnten sie sich bei mir melden und ich bespreche das dann mit denen, mache unterschiedliche Vorschläge, so. Ja, also ich berate sozusagen Teams, die einen Gewaltvorfall erlebt haben in der Werkstatt. Das sind die vier Aufgabengebiete, die ich habe. Welcher Personenkreis kann sich an dich wenden? Also eigentlich alle Menschen, also nicht eigentlich, sondern alle Menschen, die in der Werkstatt arbeiten. Vom Geschäftsführer bis zum Beschäftigten, jeder, der in der Werkstatt arbeitet und jede. Welche Ideen hast du noch zur Zusammenarbeit gerade mit uns als Landesarbeitsgemeinschaft Berliner Werkstattsräte? Was sind so deine Ideen? Ich habe eigentlich unterschiedliche Ideen zur Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Berliner Werkstatträte. Also zum einen würde ich gerne eine Schulung für Beschäftigte zum Thema Mobbing machen. Also ich mache was zum Thema Cybermobbing, auch schon für Beschäftigte. Aber ich würde gerne noch mal was Grundlegenderes machen zum Thema Mobbing. Da würde ich gerne mit euch zusammenarbeiten. Einfach auch eure Erfahrungen hören dazu und schauen, ja, vielleicht auch, wie es sprachlich funktioniert. Ja, manchmal spreche ich zu schnell oder ich benutze zu viele Fachwörter oder so, da brauche ich auch Unterstützung. Und das Zweite, was ich gerne machen würde, ist auch nochmal eine Veranstaltung für Beschäftigte zum Thema Allgemeines Gleichstellungsgesetz. Und ja, das sind so zwei Ideen, die ich gerade habe. Aber wir können über alles Mögliche weiter rumspinnen. Ja, ich hoffe, dass da noch sehr viel auf uns zukommt und auch interessante Themen. Da hast du vollkommen recht. Als erstes möchte ich mich mal dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und mich besucht hast. Immer wieder gerne. Und ja, euch danke ich, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch für diese schwierige Zeit viel Gesundheit und ja, bis zum nächsten Mal. Danke.